willkommen zur zweiten Ausgabe von YouTube. Voila! Schön, dass ihr den Weg wieder hergefunden habt. Und bevor wir mit der Sendung richtig anfangen, muss ich noch erklären, was es mit der Kategorie Fail der Woche auf sich hat. Letzte Woche wurde es ein bisschen missverstanden. Das Problem war, ich habe es nicht erklärt, deswegen die Erklärung jetzt. Die Kategorie Fail der Woche ist nicht dazu da, einen bestimmten Kanal jede Woche rauszupicken und diesen zum Arschloch der Woche zu erklären. Es soll lediglich aufzeigen, was bei diesem ausgewählten Kanal die Woche über nicht so gut gelaufen ist. Dieses werde ich denn erklären, denn es kann viele Gründe haben. Also nehmt es nicht böse, niemand soll persönlich beleidigt werden. Jeder kann Fail werden, es kann aber auch jeder Win werden. Von daher, wer noch mehr wissen möchte über diese Erklärung, unten in der Beschreibung könnt ihr es nochmal genauer nachlesen. Jetzt geht's los. Intro. Wie auch schon in der letzten Ausgabe erzählt, hatte YouTube am 17.02. einen Livestream. Eine weitere interessante Frage war, wie wird man erfolgreich auf YouTube? Die Antwort von YouTube war, produziert guten Content. Da das uns aber nicht unbedingt weiterhilft, hatten sie noch weitere Tipps. Und zwar soll man darauf achten, dass die Videos, die man produziert, nicht nur von Freunden und Verwandten gemocht werden, sondern dass man die große Masse erwischt. Zudem ist es immer gut, aktuelle Themen mit reinzubringen. Und man sollte sich einen Zuschauerkreis aufbauen von Zuschauern, die die Videos immer wieder gerne gucken und dann auch verbreiten. Es bringt also nichts, einen Haufen von Abonnenten zu haben, die die Videos gar nicht gucken wollen. Wenn man auf YouTube nach klasse Beats sucht, an wen denkt man da zuerst? Richtig, an 5XL Beats. Und von dieser Qualität konnte sich jetzt auch Rapper Debo überzeugen. 5XL hat exklusiv zwei Remixes für den Rapstar, bekannt durch Bushido, angefertigt. Dafür gibt es absolut den Win der Woche. Und auch für uns hat es Vorteile, denn diese beiden Remixes gibt es kostenlos zum Download. Den Link dazu findet ihr in der Beschreibung. Die Award-Gewinner der deutschen Webvideotage stehen fest. Den Jurypreis in der Kategorie Persönlichkeit hat Ebruza gewonnen und den Gerry-Nachwuchspreis Cult Mirror. Wenn ihr wissen möchtet, wer noch alles abgeräumt hat, guckt einfach in die Beschreibung, da habe ich euch's verlinkt. Fand ein geheimes YouTuber-Treffen auf den Videotagen statt. Einige YouTuber haben dazu richtig coole Videos gemacht, zwei davon verlinke ich euch hier. Oben einmal von Alexi Bexi und darunter von Buttlock. Guckt sie euch an, sie sind wirklich super geworden, totale Empfehlung von mir. Seit einiger Zeit weist das Videoamt auf Dinge hin, die seiner Meinung nach nicht okay sind. So zum Beispiel war es auch beim Gewinnspiel von Simon Desue. Wenn er ein Video über ein bestimmtes Thema macht, was er nicht okay findet, passiert es ganz schnell, dass ganz viele Leute aufschreien, losrennen und dass jeder, der damit auch nur im Entferntesten was zu tun haben könnte, beschuldigt wird. So auch beim letzten Thema, und zwar hatte das Video Tube Toolbox illegale Freunde klicken hochgeladen und sofort ging eine Hetzjagd los. So zum Beispiel auch bei mir. Ich blende euch hier unten in meinen Kommentar ein. Ich habe das Programm noch nie benutzt und werde es auch nie benutzen. Trotzdem, weil ich einmal jemanden eingeladen habe, heißt es, dass man gleich dieses Programm benutzt. In diesem Video hat Joe Cognito dieses Programm etwas gezeigt und was man damit alles anstellen kann. Danach ist er auf Social Blade gegangen und hat einen Kanal gezeigt, wo er sich ziemlich sicher war, dass er dieses Tool benutzt. Er hat es so gemacht, dass er den Kanalnamen nicht gezeigt hat. Allerdings hat er einen kleinen Fehler gemacht, und zwar hat er die Abonnenten gezeigt. Dadurch wurde natürlich ganz schnell klar, wer dieser Kanal ist, und dieser Kanal war in dem Fall Filmkritik TV. Da Joe ja bekanntlich eine sehr hohe Glaubhaftigkeit hat, hat Filmkritik TV einen Beitrag dazu gemacht, den er dann aber wieder gelöscht hat, weil er sich gedacht hat, hey, ich kann auch anders, ich habe meine eigene Meinung, die vertrete ich jetzt. Er hat ein neues Video gemacht, hat dies dann hochgeladen, und dies hat dafür gesorgt, dass all das, was Joe Cognito aufgebaut hat, sich auf einmal umgedreht hat und gegen ihn geflossen ist. Und zumindest hat er gespürt, dass, wenn er einen Fehler macht, alles ganz, ganz schnell zurückkommen kann. Und das ist halt passiert. Das Video von Filmkritik TV ist sehr, sehr, sehr gut angekommen. Joe hat viele Abonnenten verloren und Filmkritik TV hat sehr viele dazu gewonnen. Ein paar Bilder davon, genau zwei, habe ich euch rausgesucht. Einmal von Filmkritik TV und von Joe Cognito. Ja, Joe, du siehst, alles kann ganz schnell zurückkommen und deswegen ist das für dich diese Woche auch leider der Fail der Woche. Aber sei nicht traurig, wir haben dich trotzdem noch lieb und an alle Abonnenten da draußen. Jeder kann mal einen Fehler machen, jeder kann mal in die Pfütze treten, das passiert. Bestraft denjenigen nicht immer sofort, indem ihr ihn deabonniert, obwohl ihr seine Videos gerne guckt. Verzeiht ihm das, sagt ihm, dass es nicht okay war, aber bestraft ihn nicht gleich. Ich denke, das hat wenig Sinn, denn wenn man eigentlich gerne die Videos guckt,
bringt es einfach. Ich habe übrigens gedacht, ich führe die User-Nudes ein. Das heißt also, wenn ihr Themen habt, die ihr denkt, die müssen unbedingt hier bei WhatsApp gezeigt werden, dann schickt mir die doch einfach auf YouTube, Twitter oder Facebook. Und wenn ich eine News von euch verlinken werde, werde ich euch verlinken und sagen, dass sie von euch ist. Denkt aber auch bitte dran, mir die Quelle zu schicken. Denn ohne Quelle kann ich keine News machen. Jetzt habe ich noch ein bisschen unnötiges Wissen für euch, was aber vielleicht sogar ganz interessant ist. Und zwar ist das so, dass wir momentan 19 Channels in Deutschland haben, die über 100.000 Abonnenten haben. Diese 19 Channels haben zusammen über 3,7 Millionen Abonnenten. Täglich bekommen sie 5.140 Abonnenten dazu und durchschnittlich bekommt jeder Kanal von denen 271 Abonnenten am Tag dazu. In der Wahrheit ist es so, dass die Außenseiter am meisten am Tag bekommen und am wenigsten bekommt Maniac Mind dazu. Wer die genaue Auflistung sehen will, guckt einfach in der Beschreibung, denn da habe ich euch das alles verlinkt. Grandios. Die Aufgabe der Woche ist, mir zu beantworten, ob ihr Interesse habt an Umfragen, die ich machen werde rund ums Thema YouTube und diese dann auch in der Sendung zeige. Ich freue mich auf eure Antworten auf jeden Fall. Jetzt nicht vergessen, das Kommentar der Woche zu lesen und den grandiosen Kanal der Woche anzuschauen. Dieses Mal ist es ein Kanal eines jungen, aufstrebenden YouTube-Mädchens, die wirklich sehr viel Talent hat. Ich lege euch diesen Kanal sehr, sehr, sehr ans Herz, denn die Videos sind wirklich gut gemacht. Unter ihren Abonnenten zählt sich zum Beispiel auch Simon Desue. Und dieses Mal kein schlechter Simon Desue ist, denn ich gehe einfach mal davon aus, wenn man die Qualität ihrer Videos sieht, dass Simon sie nicht nur abonniert hat, weil sie Brüste hat. Von daher schaut es euch an, ich lege es euch wärmstens ans Herz. Unten in der Beschreibung gelegt und am Ende des Videos ist er auch noch dabei. Ich wünsche euch was, Leute. Wir sehen uns hoffentlich nächste Woche wieder bei YouTube What Up. Die Show hier auf YouTube. Euer Phil. Haut da rein.